Round 2, dieses Mal in Saudi-Arabien. Ich habe mein Bestes gegeben, um auch wieder in unserer Hotlap hier zu glänzen. Abonniert gern kostenlos den Channel und gucken wir uns mal die Randfakten an. Das Debüt gab es 2021, ein legendäres Rennen. 1:30.7 ist der Rekord von Lewis Hamilton. 27 Kurven, 16 links und 11 rechts. Sergio Perez, aber auch Lewis Hamilton und Max Verstappen haben hier je einen Sieg und eine Runde hat 6,1 Kilometer und ist somit nach Spa-Francorchamps die längste Strecke im Kalender. Hier noch einmal die Übersicht, wo wir überall diese Season fahren werden. Und ja, Jeddah ist halt wirklich eine sensationelle Strecke. Mit insgesamt 72% Full Speed und 3 DRS-Zonen ist diese Strecke wirklich eine Superlative. Ich werde mir mit euch alle 27 Kurven angucken und abonniert gern kostenlos, schaut gerne auf TikTok und Instagram vorbei und wir starten hier rein. Das ist die letzte Kurve, die wurde Max Verstappen 2021 zum Verhängnis. Ich bin jetzt hier auch nicht gerade sauber rausgekommen und jetzt geht's los. Run! Let's go, Leute. Das DRS ist natürlich schon offen und wir gehen in Richtung Turn 1. Eine sehr schwierige Passage. Links, rechts sind Track Limits natürlich immer eine Sache, aber gerade hier beim Exit musst du richtig on point sein und da noch einmal von der Außenperspektive die Wiederholung. Ich mag diese Kurvenkombi eigentlich sehr und auch hier, da, selbst hier, wenn du neben die Strecke kommst, da links gibt es Track Limits. Ich habe das alles probiert, in F1-21 war das noch ziemlich einfach. Jetzt hier ist das echt ein bisschen schwieriger. Dann geht es in den vermutlich satisfyingsten Sektor der, des Formel 1 Kalenders. Hier Turn 4 bis Turn 12. Einfach ein smoother Durchgang. Und ich habe auch probiert für euch hier wirklich Konzentration pur. 12. Kurve wirklich sensationell. Jetzt noch einmal hier in der Wing-Perspektive. Ihr seht auch, wir streicheln über die Curbs drüber. Einmal hier kurz lupfen. Dann links aufpassen, nicht zu lange auf dem Curb bleiben. Da ist es wirklich ganz, ganz gefährlich. Und hier ganz smooth durch. Und das war eine Runde, beziehungsweise ein erster Sektor hier. Ja, noch einmal aus dieser Perspektive. Da siehst du auch, wie ich ans Gas gehe. Und ja, man kann gefühlt eigentlich full alles durchgehen. Hier einmal kurz vom Gas runter. Und ja, da hatte ich meine Probleme. Hier wollte ich natürlich nicht zu weit raus. Da war ich auch ein bisschen zu weit auf dem Körper drauf. Dennoch muss ich sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Runde. Am Ende erfahrt ihr natürlich auch, wie schnell ich, by the way, natürlich war. Warum mit dem Ferrari? Ich möchte nicht immer mit dem Red Bull fahren, obwohl die vermutlich hier 90% der Season an Qualifyings gewinnen werden. 13. Runde hängt ein bisschen nach innen. Auch sehr spektakulär. Kannst du aber wirklich sehr schnell durchfahren. Diese Passage ist für mich die schwierigste. Gerade diese, ja, wie sage ich denn, Schikane. Ich mag diese Kurve absolut gar nicht. Also wirklich. Hier Turn 14, dann, ja genau, 15, ganz, ganz schwierig zu fahren jetzt mit diesen Umbauten seit letztem Jahr. Kein Fan mehr da vorne, richtig. Das haben sie immerhin gut gemacht. 18, 19, da sind die Curbs immerhin nicht, kleben da nicht direkt an der Mauer dran. Dann, ja, hier geht es dann unter diesem Gebäude durch, während wir hier noch einmal 19, 20, das sind dann doch die schnellsten Kurven in, das sind dann alles Kurven, die du mit 250 km/h plus fährst. Und hier unter diesem Gebäude durch, alles in, keine Ahnung, 200 km/h Bereich, das ist einfach nur krass. Eine Strecke wie diese, die man dann wirklich tatsächlich 2027 auflassen wird. Das tut mir verdammt leid für alle, die Jeddah mögen oder ein riesen Fan davon sind, denn wir haben ja mit Qvitia, oder wie das heißt, dass ja ab 27 dann endlich in den Kalender kommen soll, eine neue Strecke. Hier in den letzten Sektor, da gab es den Breaktest damals von Max Verstappen gegen Lewis Hamilton ab in Richtung Turn 27. Ja, Leute, 27 Kurven hat diese völlig verrückte Strecke. Ich bin wirklich froh, dass ich sie bändigen konnte. Meine, ja, jetzt noch einmal die letzte Kurve hier. Da war ich auch nicht ganz ordentlich, muss ich sagen. Also da liegen safe noch ein, zwei Zehntel. Und ja, dennoch muss ich sagen, die Runde war meiner Meinung nach, ich bin 12 Runden hier gefahren. Und das war die 4. Runde. Und meine Rundenzeit war eine 1:28.0. Also da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Anfangs war ich bei einer 1:29.5. Jetzt kommen wir natürlich auch noch am Ende dieser Hotlap zu meinen Prediction für das Wochenende. Und da wird es ziemlich schwierig sein. Die Red Bulls werden stark sein. Aber wird man auch stärker sein als die Ferraris? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich sehe auf jeden Fall ganz vorne, ihr euch wird das vermutlich überraschen. Ich denke tatsächlich,
dass wir dieses Wochenende, nein, wir fangen auf dem dritten Platz an, also das ist natürlich viel besser. Der dritte Platz ist meiner Meinung nach, ich sehe Charles Leclerc auf den dritten Platz, denn der war letzte Woche nicht auf 100%, weil auch das Auto nicht richtig ging. Auf den zweiten Platz meiner Meinung nach Max Verstappen, das wird einige von euch wundern, und ich sehe tatsächlich auf den ersten Platz, auch wenn Perez nicht so scheint, ich glaube, er ist mental wieder da, und ich sehe Sergio Perez auf den ersten Platz. Was denkt ihr zu diesen Top 3? Schreibt es unbedingt in die Kommentare, schaut doch gerne auf Instagram, iTunes-Gaming, aber auch gerne auf Itzer-Tobi auf TikTok vorbei, links mal alle unten in der Bio, abonniert gern kostenlos den Channel, seid ihr hyped auf das Rennen, Round 2 von 24, und macht gern das Däumchen um. Bis morgen oder später und ciao.